Welche sind die sieben härtesten Fragen, die Ihnen in einem Vorstellungsgespräch gestellt werden können? Und wie schaffen Sie es, auf diese Fragen so souverän zu antworten, dass Sie den Job tatsächlich kriegen und nicht von anderen Bewerbern überholt werden? Darauf gebe ich Ihnen in diesem Video Antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Der Focus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich habe schon tausende Menschen in neue Jobs gebracht, unter anderem durch mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Und dann kommen wir gleich zur Sache. Ich stelle Ihnen die Fragen vor und ich werde Ihnen direkt danach sagen, wie Sie so richtig gute Antworten geben. Erste richtig harte Frage. Was spricht dafür, dass es ein Fehler war, Sie in dieses Gespräch einzuladen? Was würden Sie antworten? Zweite harte Frage. Was würde mir Ihr schlimmster Feind über Sie erzählen? Überlegen Sie wieder, was Sie antworten würden. Dritte Frage. Warum will Sie Ihre aktuelle Firma offenbar loswerden? Ihre Antwort. Vierte Frage. Angenommen, wir müssten Sie am Ende der Probezeit entlassen, was könnte dann vorgefallen sein? Fünfte Frage. Welches war der größte Fehler Ihres Lebens? Sechste Frage, auch richtig gemein. Welcher Ihrer letzten Vorgesetzten hatte die schlechteste Meinung von Ihnen? Und siebte Frage, glauben Sie eigentlich selbst, was Sie uns da erzählen? Und ehe ich Ihnen sofort die Antworten sage, die ich empfehle, ein paar Worte dazu, warum werden Ihnen solche Fragen gestellt? Es geht nicht in erster Linie darum, was Sie in der Sache antworten, sondern die Personaler wollen herausfinden, wie gehen Sie mit einer stressigen Situation um? Sind Sie in der Lage, sich diplomatisch aus der Affäre zu ziehen? Ich finde diese Fragen unter uns gesagt idiotisch. Ich finde, man sollte mit Bewerbern anders umgehen, fairer umgehen, mehr auf Augenhöhe umgehen. Aber diese Fragen werden immer noch gestellt, ganz besonders an Führungskräfte. Und ich sage Ihnen jetzt, wie Sie perfekt antworten können. Sie müssen es nicht eins zu eins übernehmen, was ich sage. Aber die Ansätze, die funktionieren prima, wenn Sie es in eigene Worte übertragen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was spricht dafür, dass es ein Fehler war, Sie in dieses Gespräch einzuladen? Antworten Sie zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass Ihre Personalarbeit von hoher Qualität ist und insofern war es auch eine gute Entscheidung, mich einzuladen. Denn ich bringe genau mit, was Sie in Ihrer Stellenausschreibung suchen, nämlich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Damit wenden Sie die Sache positiv, damit geben Sie das Feedback, dass Sie davon ausgehen, die Personalauswahl funktioniert gut und dagegen können sich Ihre Gesprächspartner kaum zur Wehr setzen, ohne dass Sie sich selbst diskreditieren. Zweite Frage. Was würde mir Ihr schlimmster Feind über Sie erzählen? Antwort. Ihre Frage setzt voraus, dass ich schlimme Feinde habe und das ist zum Glück nicht der Fall. Ich gehe mit den Menschen fair um und deshalb bekomme ich auch Respekt zurück. Zum Beispiel habe ich, das ist immer ganz wichtig, dass Sie dann noch ein Beispiel geben und die Sache positiv wenden. In diesem Fall weisen Sie also eine Voraussetzung der Frage zurück und Sie liefern direkt den Gegenbeweis und das schaffen nur wenige Bewerber, das ist wirklich stark. Dritte Frage. Warum will sie ihre aktuelle Firma offenbar loswerden? Sie merken es, da ist wieder eine Voraussetzung drin und Sie können jetzt da antworten. Das Gegenteil ist der Fall. Meine Firma, die wird mich gerne halten. Nur suche ich nach einer neuen Herausforderung, weil ich zum Beispiel mehr, jetzt können Sie was einfügen, Internationalität in meiner Arbeit haben möchte. Vierte Frage. Angenommen, wir müssten Sie am Ende der Probezeit entlassen, was könnte dann vorgefallen sein? Und jetzt können Sie wieder das gleiche Muster verwenden und auch einen Beweis liefern. Bislang habe ich all meine Probezeiten mit Bravour bestanden, deshalb gehe ich davon aus, dass es auch bei Ihnen so erfolgreich laufen wird. Schön geantwortet. Jetzt sind wir bei der fünften Frage. Welches war der größte Fehler Ihres Lebens? Da empfehle ich Ihnen, dass Sie diesen Fehler weit in die Vergangenheit legen und dass Sie etwas Lapidares nehmen. Mein größter Fehler war, dass ich als Grundschüler kein Instrument gelernt habe. Mittlerweile spiele ich zwar recht gut Klavier, aber den Vorsprung der Wunderkinder, den kann ich nicht mehr aufholen. Damit zeigen Sie einen hohen Anspruch, damit zeigen Sie sich aktiv, weil Sie das Instrument doch gelernt haben und damit gewinnen Sie auf jeder Ebene. Und jetzt die sechste richtig harte Frage und eine schöne Antwort. Welcher Ihrer letzten Vorgesetzten hatte die schlechteste Meinung von Ihnen?
Darauf können Sie antworten: Durch meine Abschlussgespräche weiß ich, dass alle gut über mich dachten. Zum Beispiel hat mir mein vorletzter Chef, Herr Knorke, gesagt, dass... Und jetzt führen Sie etwas Positives an. Die Antworten sind immer dann am stärksten, wenn Sie Beispiele geben, wenn Sie etwas zitieren, wenn Sie sich eindeutig auf der Seite der Glaubwürdigkeit bewegen. Und da sind wir bei der 7. Frage, und zwar: Glauben Sie eigentlich selbst, was Sie uns da erzählen? Darauf können Sie antworten, das ist natürlich eine Provokation: Ich glaube es aus einem einfachen Grund, es ist die Wahrheit, wenn Sie noch Fragen in der Sache haben, jederzeit gern. Das ist besonders stark, weil Sie am Ende sagen, wenn Sie noch Fragen in der Sache haben, indirekt heißt es, bleiben Sie sachlich, ich bin es auch. Und damit haben Sie dazu beigetragen, dass dieses Gespräch konstruktiv läuft. Da haben Sie gezeigt, dass Sie in der Lage sind, Diplomatie anzuwenden. Und damit haben Sie einen riesen Vorsprung vor anderen Bewerbern. Und diesen Vorsprung, den können Sie sich sichern, indem Sie mein großes Videoseminar Bewerben mit Erfolgsgarantie nutzen. Das sind 3 Kurspakete in einem, und mit diesem Kurs, da erfahren Sie alles, wie Sie eine perfekte Bewerbung schreiben und wie Sie im Vorstellungsgespräch ideale Antworten geben. Es ist ein Trainingslager drin, und ich bin so überzeugt von diesem Kurs, dass Sie ihn 30 Tage testen können. Es ist wirklich eine Erfolgsgarantie drauf. Klicken Sie hier und testen Sie diesen Kurs. Schon ganz viele Menschen haben damit neue Jobs gefunden. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren, und ich verlinke Ihnen jetzt noch ein spannendes Video, und zwar das Video, wie Sie perfekt auf die Schwächenfrage antworten. Klicken Sie auch das an und kommen Sie wieder vorbei zu diesem Kanal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Martin Wehle.